Willkommen, ihr Lieben, nochmal oder überhaupt zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich wollte auf jeden Fall auch für euch nochmal festgehalten haben, dass auch ich das Event hier extremst gesuchtet habe. Habe ich euch im Vorvideo auch schon gesagt und mit allen oder mit fast allen Accounts, weil ich wollte unbedingt die eiserne Faust hier bekommen aus dem Ding hier, aus dem Teil hier. Hintergrund ist einfach, dass ich nicht weiß, wie man später dieses Teil hier auch bekommen kann. Man kann es ja irgendwie dann auch bekommen, aber ich weiß bis heute noch nicht wie. Shop bezahlen oder noch ein Event abwarten, bis es die mal wieder gibt. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich wirklich mit allen Accounts dieses Event spiele, auch mit Chefkoch. Ich habe es also jetzt alles schon runtergedrückt. Ich habe das mit Thorsten gemacht, mit Avatar gemacht, Chief Barfuß, Beckensheriff, Donnerbengel, Toto, den Kleinen, etc. Zwei Socken, Uschi und so weiter. Und wollte euch aber noch festgehalten haben, dass ich das auch mit diesem Account hier gemacht habe oder überhaupt mit allen Accounts, die irgendwo so ein Ping haben, wenigstens. Und wie habe ich es gemacht? Klar, Leute, es war die Woche des Events, es war die Woche oder überhaupt der Monat oder Halbmonat des Events, weil die Eventtruppen waren ja viel zu stark, finde ich. Und was natürlich ein bisschen traurig ist, für die ganzen Ligaspieler oben in Legende und natürlich auch für die ganzen CKs, die in dieser Zeit gelaufen sind, weil fast niemand hat mehr irgendetwas anderes gespielt als Eventtruppen. Und genau das mache ich auch. Und vor allen Dingen habe ich mir auch dann, das kommt noch dazu, entweder sowas hier gegönnt, weil ich hier noch ein bisschen in den Pass reinspielen muss, das heißt noch so ein paar Supertruppen, oder aber ich habe mir gleich eine Widerreiterin gegeben, denn die sind auch noch eine Wurzelreiterin, Entschuldigung, eine Wurzelkriegerin. Die waren auch noch mal echt OP in der Clanburg, aber dieses Ding hier ist auch sehr, sehr nett. Wir gehen mal rein hier in den Kämpfe und also noch ein bisschen Clash of Clans von mir. Ihr seht auch, ich habe auch den Fries, also ich weiß gar nicht, warum ich einen Fries dabei habe. Hat gestern mal jemand im Livestream gefragt, Toto, wieso hast du eigentlich nur einen Fries dabei? Nimm doch den Schneeball. Ja, ein Schneeball, noch mehr Schneebälle. Natürlich habe ich hier gerne etwas kleinere Rathäuser genommen, weil ich den Warden im Moment auf sein fast Max-Level bringe. Ne, stimmt noch gar nicht. Aber Leute, hier 1 Million auf diesen kleinen Zwölfer hier, der inaktiv im Moment noch ist, der Suki Maiduk von Hornest Baby. Und wie geht man mit der Truppe vor eigentlich? Ich hätte fast gesagt, eigentlich egal. Ist eigentlich egal, wie ihr vorgeht, aber ich bin immer so vorgegangen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dann nehmen wir ihn hier mit drin, 1, 2, 3, hier außen, 1, 2, 3, 4, dann tüppeln die erstmal rein, Hexe muss ich nur für das eine Spiel spielen, dann machen wir hier weiter die Mauern auf, 1, 2, 3, gehen hier mit der Karre rein, King mit rein, Queen mit rein und dann kann das hier losgehen. Ihr müsst nur zusehen, dass er ordentlich friest hier, was auch immer, friest die Base weg, Leute. Es war eigentlich, manchmal war es wirklich ziemlich Wumpe, was man eigentlich macht. Hauptsache man macht irgendwas. Und habe jetzt allerdings noch zwei von denen. Okay, wir zünden mal den King. Der hat natürlich den Handschuh jetzt noch nicht, Leute. Der hat natürlich den Handschuh noch nicht. Aber dennoch geht er wirklich gar nicht mal so schlecht durch. Nochmal ein Boot auf die Prinzess hier. Denn da haben wir noch einen Tank. Und ihr seht, der Loot hier ist auf jeden Fall, der Lootgott ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Außen noch so ein Mini-Packer. Beziehungsweise kein Mini-Packer, sondern der heißt ja ein bisschen anders. Der hieß ja Packerkeks. Der Packerkeks hier, Gift schon wieder nicht genommen. Und aber ihr seht das selber, der King und oder der Big Boy hier, die machen das schon ganz, ganz easy peasy. Und so kriegen wir hier die 12er Base auch down und kriegen hier auch nochmal, wie gesagt, auch nochmal den Bonus. Denn ich habe auch mit den Accounts natürlich jetzt extremst gepusht, kann ich euch sagen, extremst gepusht. Auch was die Liga angeht, ihr seht, ich bin schon wieder eine Liga aufgestiegen, aber der kann es auch gebrauchen, denn ich glaube, Chefkoch war noch nie, der war noch nie in der Meisterliga. Okay, auf geht's nach Meister, gibt 1000 Gems dort. Richtung Champion gibt es nochmal 2000 Gems, nur für die, die vielleicht jetzt erst mit Clash of Clans anfangen und nicht wissen, wo kriegen diese vielen Gems her. Okay, wir gehen wieder rein. Also, das ist auch sehr, sehr unspektakulär. Und Leute, ihr könnt euch vorstellen, ich habe das hier wirklich stundenlang betrieben. Allerdings erst die letzten 2-3 Tage, weil es gab ja zu Anfang nur, ich nenne es mal so, nur
300 von den Süßen. Mittlerweile gibt es 900 von den Süßen. Das heißt, wenn du zwei Angriffe machst und holst dir alles, dann hast du 1800 Süßes geholt und da kommst du natürlich extrem schnell in den Pass voran. Keine Frage. Okay, geh mal rein. Der hat hier sogar den einen noch im Ausbau, sehe ich gerade. Dann können wir eigentlich gegen den anderen gehen. Der hat noch den dritten, hat er noch gar nicht, sehe ich. Und machen wir es genau, wie wir es immer machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die Packies gehen da dann schon durch, oder? Die Packies gehen da dann schon durch. Die haben zwar jetzt nicht so viele Trefferpunkte, aber es reicht eigentlich, dass man mit denen so ein bisschen handeln kann. Jetzt haben wir noch drei Stück pro vier. Das heißt also 1, 2, 3 nochmal hinterhergesetzt. Dann gehen die durch die übernächsten Mauern, gehen die dann. Also auch das gab es natürlich immer zu bedenken. Wir nehmen hier ein Gift auf den Helden hier, den gießen wir nochmal weg. Also man konnte wirklich ganz entspannt hier Clash of Clans. Man musste sich gar keine Sorgen machen, oh, ich hoffe, das wird ein Stern oder sowas. Nö, musste man in keinster Weise machen. Man konnte einfach irgendwie was spielen. Ja, man konnte einfach irgendwie was spielen. Und weil irgendwo werden das immer drei Sterne machen. Ich musste nur zusehen, dass ich auch mal die Truppen rausbekomme hier. Und nicht, dass ich dort in irgendeine Zeitfalle. So kann man auch immer schön zwei Angriffe hintereinander machen. Ich habe allerdings hier noch ein bisschen was im Pass offen und würde mir ganz gerne da das Buch rausholen, weil ich kriege dann noch ein Buch hier hinten aus den Clanspielen. Ihr seht das. Das sind allerdings Clanspiele aus dem Clan Free to Play. Wie gesagt, bei Trupus Bande haben wir exakt 50.000 geschafft und dann habe ich auch aufgehört. Da hatte ich dann auch wirklich keinen Nerv mehr. Und sind aber jetzt hier schon wieder einen Schritt weiter gekommen. Also die nächsten Mädels bringt es noch nicht, aber die übernächsten werden es bringen. Und dann mache ich gar keinen Cut, sondern ich springe direkt zum nächsten Account. Nach Chefkoch hier kommt zwei Socken, ein Rathaus Elver. So bin ich einfach tagelang hier die Reihe runtergegangen und habe wirklich nur mit diesen ganzen Event-Geschichten so angegriffen. Hier habe ich den Pass also schon fertig. Hier brauche ich nur noch hier oben ein bisschen reinfarmen. Aber wie gesagt, das sind jetzt höchstens noch vier Angriffe. Und hier nehme ich auch dunkle Truppen. Ich meine, ich musste die dunklen Truppen jetzt für einen Pass nehmen. Da musste man ja dunkle Truppen nehmen. Ich kann aber genauso gut hier eine Widerreiterin nehmen. Ich nehme einen Bowler, eine Walküre und eine Bogenschützin. Auch die, das ist eine Top-Clanburg hier für diese Rathausstufen hier. Wenn es darum geht, ein bisschen zu farmen oder halt so ein bisschen Kekse zu machen. Auch hier seht ihr, fehlt mir ein King. Nee, nicht fehlt mir ein King, sondern fehlt mir ein Held. Ist aber an der Stelle auch nicht so schlimm. 800.000. Der Lot ist auch extrem gut. Ne? Viele Offline-Dörfer zurzeit. Ich hoffe, die Leute kommen alle wieder. So ein bisschen zum Clash of Clans spielen. Das wäre echt schade, weil man muss ja jetzt schon echt sagen, die verpassen was. Ne? Die verpassen auf jeden Fall richtig was, wenn sie hier nicht so langsam reinkommen und mehr Clash of Clans spielen, die mit drin, die Hexe mit rein, Valkyrie mit rein, ein, zwei Packies und dann können wir hier in der Mitte schon anfangen mit den Frostzaubern, also mit dem guten Stuff. Wir können hier durchwuten, also auch hier alles das gleiche hier, Leute, echt alles das gleiche und es geht auch gleich, ne? Muss man eben schauen. Wir nehmen mal da den Warden hier bei der Queen. Bouncen hier noch so ein bisschen durch. Manchmal wusste ich auch gar nicht mehr, wo fries ich eigentlich. Ne? Und ihr seht dann hier die Wurzelkriegerin auch noch so bockstark hier im Backend. Da lohnt es sich sogar einen Wut zu werfen, wenn es darum geht, die letzte Dev zu machen. Also auch da nochmal, ey, Hammer. Echt Hammer-Event. Und klar, freuen sich natürlich einige, dass sowas vielleicht mal wiederkommt. Und wir nehmen mal da den Wut hier für die Wurzelreiterin. Die geht auch nicht kaputt. Die schafft das ganz easy peasy. Hier nochmal den Fries und den Gift in der Mitte gesweckt. Queen können wir auch noch zünden. Also echt, das Farmen war so einfach hier. Also das Event hat es einem wirklich einfach gemacht, hier zu farmen, beziehungsweise sich die Kekse reinzuholen. Und ich hoffe, ihr habt das ähnlich gemacht. Wenn nicht, dann habt ihr es leider verpasst, Leute. Das Event ist glücklicherweise vorbei. Das Event ist glücklicherweise vorbei, denn ich sag mal, noch so eine Woche ertrage ich auch nicht.
weil man natürlich auch selber so abgefarmt wurde. Ne? Man wurde natürlich auch selber so abgefarmt, Leute. Das steht auch außer Frage. Aber so habe ich meine Woche hier verbracht. Echt stressig. Farmen oder clashen, bis der Arzt kommt. Ja? Das Coole ist auch, so ein Kanönchen hier ist natürlich für so einen hier überhaupt kein Thema. Ja, eine Drehung, bam, weg. Eine Drehung, bam, weg. Da. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und den Rest können wir hier reinschicken, ohne Probleme. Einfach hier ab durch die Mitte. Helden mit rein, ihn mit rein, hier, da. Ein Frost. Hier hinten vielleicht auch nochmal ein Frost für den Rollen King. Ich glaube, ich hatte jetzt gar nicht alles ausgebildet, wa? Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht alles ausgebildet. Nehmen wir den nochmal in Frost rein jetzt und meine Walküre vergessen. Okay. Da fällt das Rathaus und auch das Rathaus. Ich meine, da kommt jetzt gleich noch die Widerreiterin raus, ne, Leute? Da kommt gleich noch die Widerreiterin raus. Und wenn die erstmal entspringt, da ist sie. Mal gucken, wo sie hingeht. Da booten wir die richtig schön durch. Dann kriegt die nochmal richtig PS. Irgendwo ist noch ein Adler. Da, wo ist denn der Adler eigentlich? Ja, da ist der Adler, okay. Da ist der Adler. Den hatte ich jetzt so ein bisschen nicht gesehen. Wo geht die weiter hin? Die wird ja ein bisschen weiter nach da gleich gehen. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Da setzen wir den hier. Und können... Wann kommt denn die zurück? Oder ist sie jetzt weg? Oder muss es jetzt echt mal meine Queen reißen hier? Ah nein, da ist sie noch. Da ist sie noch. Da kriegt sie halt den nächsten Hut ab. Kriegt sie halt den nächsten Hut ab. Ihn setzen wir da oben noch den Bogenschützenturm. Da kümmert sich die... Ich wollte gerade sagen, da kümmert sich fast die Hexe alleine rum. Aber die Wurzelreiterin hier nicht zu toppen. Auch die Trefferpunkte von der sind natürlich richtig, richtig schick. Ja, und beeindruckend, wie die hier die Mauern hinter sich lässt. Also immer so in dieser Schere, hätte ich fast gesagt, ne? Immer so ein bisschen in der Schere, Queen. Kannst du auch noch zünden, Toto? Ja, mache ich. Also echt easy peasy. Also das Event war wirklich mega zum Farmen, zum Liga hochgehen. Für alles eigentlich, für alles. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn Supercell mehrere oder öfter mal solche Knaller-Events hier rausballert. Allerdings dann die Truppen bitte nicht im CK mitnehmen. Also man kann sie ja auch nicht verspenden in die Clan-Burgen. Und es wäre natürlich cool, wenn man sagt, okay, du kannst sie nicht in der Liga nehmen und auch nicht in den Clan kriegen. Dann wäre das Ganze nochmal ein bisschen fairer. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also ich wollte das nur festhalten, bevor es ausläuft. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin. Danke, danke, danke. Euer Toto. Let's go.